Montagmorgen, 20 nach 8, herzlich willkommen zu Nachfeierabend Nummer 37. Diese Tour möchte ich mit einer kleinen Werbeeinlage beginnen. Im juristischen Sinne ist das Werbung, deswegen muss ich es einblenden. Gefühlt ist es für mich aber keine Werbung, denn ich zeige euch hier einfach nur, was ich benutze, wie ich es benutze und das Ganze nicht gestellt, sondern so authentisch, wie ich es auch tun würde, würde ich kein Video drehen. Ja, wie bereits im MS Reloaded Video 2 erwähnt, muss ich auf diese Tour auch meine Medikamente mitnehmen und die befinden sich hier in der Kühlbox und die betreibe ich nämlich mit dem 230 Volt Ausgang der EcoFlow Delta 2 Max. Und das finde ich richtig klasse. Das gibt mir ein sehr gutes Gefühl, dass das Medikament auch so ankommt und so transportiert werden kann, dass es keinen Schaden nimmt. Ja, jetzt könnte man sagen, ja, könntest du auch den Zigarettenanzünder benutzen hierfür. Ja, das würde auch funktionieren. Aber, müsst bedenken, wo kommt die Energie aus dem Zigarettenanzünder her? Ja, letzten Endes aus der Lichtmaschine. Und die wird angetrieben vom Motor. Und der Motor dreht sich nicht mit Luft und Liebe, sondern mit Benzin. Das heißt, wenn man den Zigarettenanzünder elektrisch mit einer Last beaufschlagt, also hier was anschließt, dann steigt der Benzinverbrauch. Und das kann man ganz einfach ausrechnen. Die hat ungefähr 60 Watt. Das kann man ruckzuck in Benzin umrechnen. Wie hoch ist die Energiedichte? Und dann kannst du sagen, aha, pro Stunde werden da so und so viele Liter Benzin mehr verbraucht. Ja, jetzt könnte man da wieder gegenhalten und sagen, ja gut, dafür schleppst du das 23 Kilogramm schwere Teil mit, was du ja auch während der Fahrt ständig beschleunigen und abbremsen musst. Das wirkt sich auch auf den Spritverbrauch aus. Ja, das ist richtig, aber da kann ich wieder kontern und sagen, ich habe die kompletten Sitze ausgebaut. Die sind in Summe schwerer als diese Box, also sind wir damit auf der sicheren Seite. Und dadurch, dass hier noch rein Sonnenenergie drin steckt, ich habe die nur mit dem Solarpanel aufgeladen, ist das wunderbar. Also ich neige wirklich gerade dazu, das alles so zu durchdenken und finde das auch klasse, wo man dann noch Energieeinsparungsmöglichkeiten findet, wenn man eben anfängt, seine Energie selber zu generieren mit diesem Solarpanel. Und es wird noch ein ausführliches Fazitvideo geben, da werde ich das alles nochmal aufbereiten, was ich damit auch alles zu Hause schon angestellt habe. Ja, genau, EcoFlow Delta 2 Max läuft und dann würde ich sagen, weiter geht's Richtung Längerich. 10.15 Uhr, herzlich willkommen nach 209 Kilometern auf dem Aldi-Parkplatz in Längerich. Hier gibt es erstmal eine kleine Frühstücksstärkung. Ja, und danach geht es dann auch sofort ab an die Arbeit hier. Und ich muss sagen, die letzten Wochen habe ich entweder im Homeoffice oder im normalen Office oder auf Mallorca verbracht oder mit Stundenabbau war ich beschäftigt. Und ich bin richtig froh, jetzt wieder hier unterwegs zu sein, für mich alleine rumbrasseln zu können, keiner funkt mir dazwischen. Und ich merke immer wieder auch, ich bin absolut kein Büromensch. Leute, das ist echt für mich echt der absolut falsche Tätigkeitsbereich. Hin und wieder ist das in Ordnung, aber wenn ich mir vorstelle, ein Leben lang immer nur in so einem dämlichen Büro rum zu versauern, ey, da wirst du wahnsinnig bei. Für mich ist das nichts, für viele ist das die totale Erfüllung, aber jeder Jack ist anders, wie der Kölsch sät, ne? So, wenn wir hier fertig sind, sehen wir uns später wieder. 18.15 Uhr, herzlich willkommen zurück. Die Arbeit in Längerich ist erledigt. Wir fahren jetzt gerade um Osnabrück rum, waren eben in Osnabrück noch drin gewesen, jetzt sind wir schon wieder auf der Autobahn, umfahren das, um dann eben nach Preußisch-Oldendorf zu kommen. Leute, da habe ich noch nie in meinem Leben von gehört. Also spannend, wo mich die Arbeit überall hinführt. Ja, dort werden wir dann morgen arbeiten. Hotel steuern wir jetzt aber gerade an, im Nachbarort ein Stückchen weiter. So, ich habe das eben noch gebucht, wieder hier auf dem Rechner. Und stellte sich raus, dass da in Preußisch-Oldendorf selber nichts mehr frei war. Aber ich halte mir diese Hotelbucherei immer sehr gerne bis zum Schluss offen, wenn ich auch weiß, jetzt ist Zeit für Hotel. Ich hatte das zu Beginn, wo ich angefangen habe zu arbeiten, dann schon die ganze Woche durchgetaktet gehabt. Und dann waren manche Arbeiten schneller vorbei, manche haben länger gedauert. Und dann stehst du da, bist an das Hotel gebunden. So, und so finde ich halt wunderbar, dass eben, wenn man weiß, jetzt ist Feierabend, jetzt buche ich ein Hotel. Und dann bist du auch auf der sicheren Seite und viel flexibler. Genau, ja, was uns da erwarten wird, habe ich keine Ahnung. Wir beziehen gleich das Hotel. Das ist so eine kleine Pension. 38 Euro, wieder richtig einen Schnapper gemacht, finde ich geil. Und ja, da werden wir vielleicht noch so 5 oder 10 Kilometer uns ein bisschen bewegen noch. Den Abend was einläuten und dann sehen wir uns gleich wieder.
19.12 Uhr, herzlich willkommen in Bad Holzhausen. Hier habe ich ein sehr schönes, kleines, echtes Einzelzimmer bekommen und nicht ein Doppelzimmer vermietet als Einzelzimmer. Kühlschrank gibt es hier leider nicht, deswegen müssen wir hier die Kühlbox mit rausnehmen, um die Medikamente im Kühl zu halten. Ist aber kein Problem, passt soweit. Ja, was haben wir hier nebenan? Badezimmer noch. Ah, eine von den berüchtigten Brausetassen. Manch ein älterer Mensch kommt da überhaupt nicht mehr rein. Für uns junge Hüpfer überhaupt kein Problem. Ja, dann würde ich sagen, ich gucke jetzt mal so ein bisschen auf Komoot rum und dann gehen wir einfach mal raus und machen noch ein paar Kilometer. Höher! So, dann wissen wir jetzt auch, wo wir sind. Irgendwas mit Teutoburger Wald. Leute, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Osnabrück, das war ja noch Niedersachsen, glaube ich. Und dieses Längerich auch. Aber jetzt sind wir schon wieder in Nordrhein-Westfalen, weil die Grenzen da so komisch schlängelnd verlaufen. Ja, ist halt so. Geht hier halt um Arbeit und eben jetzt noch ein paar Kilometer machen. Mir läuft auch schon so ein bisschen der Schweiß wieder runter. Es ist verdammt warm. Und der Sommer ist halt immer noch nicht da. Übermorgen ist meine Sommerbeginn. Ja, die Bevölkerungsdichte auch hier relativ gering. Ja, und damit gehen wir jetzt, habe ich mir über Komoot rausgesucht, den großen Glößberg. Keine 300 Meter hoch, aber der ist hier in der Umgebung so ziemlich das Höchste, was es gibt. Wow, damit herzlich willkommen auf dem Glößinghausener Berg. Ich weiß gar nicht, was ich eben gesagt hatte. 289 Meter hoch. Und da können wir jetzt nach Dünnholz, irgendwas mit Holz, können wir da sehen. Die nächste Ortschaft. Ja, und das ist hier zumindest für mein Gebiet, wo ich mich hier befinde, jetzt die höchste Erhebung. Hier ist jetzt auch schon wieder abwärts. Da habe ich dann noch einen zweiten, kleinere Erhebung jetzt mit eingeplant, mit Komoot eben. Ja, ey, kann man aber schon richtig weit gucken. Das sind bis zum Horizont bestimmt 10 Kilometer, schwer zu schätzen. Ja, kann man im Grunde ganz leicht im Satz des Pythagoras ausrechnen, wenn man den Erdradius kennt und von einer perfekten Kugel ausgeht. Am Meer wird das zum Beispiel hinhauen. Wenn man auf Meereshöhe steht, mit Augenhöhe 1,70 Meter, dann ist das im Grunde einfach Satz des Pythagoras und du kannst genau berechnen, wie weit ist der Horizont entfernt. So. Auf normal mit Hügellandschaft und so, da variiert das natürlich sehr, sehr stark. Aber idealerweise am Meer funktioniert das. Ja, Leute, Wald, auch schön kühl jetzt. Ich habe jetzt auch gerade mal richtig Stoff gegeben, sodass ich hier wieder dieses, das hat jeder, ne, dieses, dass es im Hals anfängt zu brennen. Der Speichel wird zähflüssiger und schmeckt dann auch irgendwie anders, ne, wenn man sich so auspowert. Aber ich will es momentan einfach wissen, was möglich ist. Aber momentan habe ich Sorge, dass ich den Kölnfahrt nicht schaffen kann, aufgrund der medizinischen Umstände gerade. Und deswegen habe ich gerade mal so Stoff gegeben und ich muss sagen, ich fühle mich super. Ich fühle mich, als wäre gar nichts und das beruhigt mich dann wieder so ein bisschen. Ja, das ist gerade so Stand der Dinge. Deswegen gehe ich hier auch raus, Kilometer weiter schrubben, weil es sind noch keine zwei Wochen mehr, dann steht dieser Knüppel wieder an. Der Martin ist auch schon richtig aufgeregt. Der Boris weiß auch nicht, ob er es schafft. Ich kann es auch nicht sagen. Das ist und bleibt einfach für mich und viele andere die härteste Marschveranstaltung, die es so gibt. Abgesehen von anderen Extremmärschen mit sehr viel mehr Höhenmetern. Das ist natürlich ein anderes Niveau. Habe ich mit Martin auch viel darüber gesprochen, dass man mit Höhenmetern ist natürlich sehr viel anstrengender, aber gelenkschonender. Der Martin hat zum Beispiel Angst vor diesen langen, flachen Passagen, weil man da natürlich sehr viel schneller unterwegs ist und dadurch dann eben Gefahr läuft, sich Überlastungen zu laufen. Anders als bei Höhenmetern. Geht mir ähnlich. Ich finde Höhenmeter gerade zum Schluss von so einem Marsch nicht selten angenehm, weil man dann die Knie so anwinkelt und die andere Muskelpartien wieder benutzt. Und deswegen so abwechslungsreiches Profil ist schon sehr viel wert auf solchen Extremmärschen. Uhr, herzlich willkommen auf dem Donauerberg oder Donauerberg, 243 Meter hoch. Ja, von einem Berg kann hier wirklich nicht die Rede sein. Das ist eher eine Erhebung, die sich ganz langsam aufbaut und ganz langsam wieder abbaut. Hier kannst du nicht runter gucken und nichts. Da war noch nicht mal irgendwie ein Schild. Hier ist der Donauerberg. Habe ich nur auf Komoot gesehen, dass wir da sind. Ja, man kann nicht immer tolle Aussicht haben.
20.33 Uhr, 7,14 Kilometer liegen hinter uns. Wir sind jetzt schon längst wieder auf dem Rückweg zurück ins Pensionszimmer. Die Sonne geht jetzt langsam unter und ich muss sagen, das war eine richtig schöne, belebende Runde. Ich bin richtig positiv überrascht und obwohl ich den ganzen Tag auf der Arbeit heute auch am Rödeln war, laufen, Treppe hoch, Treppe runter, hierhin, dahin, brauche ich das trotzdem. Abends noch mal so ein bisschen rausgehen, das ist doch was anderes. Oh, guck mal, André, guck mal da, kann man es noch sehen? Oh Leute, da erschreckt man sich zu Tode. Und das war auch noch so schwarz gewesen. Das sah richtig finster geradeaus. Geil. Ja, das war vorhin auch schon mal gewesen. Da war das noch näher, so ein Reh gewesen und ist vielleicht 15 Meter vor mir über den Weg gesprungen. Weil ich es aufgeschreckt hatte, hat es dann mich erschreckt. Eine teuflische Kettenreaktion. Ja, so ist das halt in Wäldern. Jetzt sind wir umzingelt von Fliegen. Ach Leute, ist das schön hier. Genau, trotzdem, auch wenn man sich den ganzen Tag auf der Arbeit bewegt hat, ist das doch immer noch was anderes, nach Feierabend nochmal so kontinuierlich permanent in Bewegung zu sein. Volle Verarbeit, da bleibst du wieder stehen, dann rennst du wieder, bleibst du wieder stehen. Ne? Und deswegen dieses Kontinuierliche ist dann doch nochmal eine ganze Nummer angenehmer und bringt einen dann auch so runter von dem Arbeitstag. Da kann man auch so ein paar Sachen Revue passieren lassen, drüber nachdenken, was hast du überhaupt heute den ganzen Tag gemacht? Ne, guckst auf die Uhr, war schon 17 Uhr, Feierabend ist lange durch. Dann fragst du dich, was ist da passiert? Und das ist auch sehr schön, wenn auf der Arbeit auf einmal so spät ist und du kriegst es gar nicht mit. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als auf der Arbeit alle 5 Minuten auf die Uhr zu gucken. 20.51 Uhr, 9,02 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen zurück. Ah, Leute, hier kommt die Sonne immer noch rein. Es ist extrem warm hier im Zimmer. So, das heißt für mich jetzt erstmal hier ausziehen, duschen, danach nochmal kalt abduschen und dann bloß nicht mehr zu viel bewegen, damit man nicht wieder anfängt zu schwitzen. Ah, genau, dann machen wir hier Papierkram. Aber vorher sehen wir uns noch zum Abendessen, denn ich habe heute mal was, eins von diesen hippen, neuen, veganen Produkten da eingekauft, mal zum Testen. 21.06 Uhr, herzlich willkommen, frisch geduscht zurück. Meine Freundin hatte mir neulich so ein Duschgel mit Menthol geschenkt. Und das gibt jetzt noch so einen zusätzlichen kühlenden Effekt auf der Haut. Ne, Menthol, das simuliert Kälte, Capsaicin simuliert Hitze. Das wäre da was für den Winter. Duschgel mit Capsaicin. Kann man sich auch mit Tabasco einreiben. So, jetzt habe ich eben von diesen hippen, neuen, veganen Sachen erzählt, womit man ja momentan in Supermärkten regelrecht zu bombardiert wird. Und zwar zweimal vegetarische Schnitzel, Milner Gouda. Also hier so eine Schnitzel mit Gouda. Was haben die denn hier? 100 Gramm haben 218 Kilokalorien. Ein Putenschnitzel hätte, glaube ich, weniger, aber dann wäre kein Käse drin. Ja, probieren wir einfach mal. Ich hatte neulich schon mal so vegane Schnitzel zu Hause heimlich gemacht, ohne meiner Freundin und meinem Sohnemann davon zu erzählen. Die haben das gegessen und mal gekaut, gegessen, gegessen. Und irgendwann sagte meine Freundin, was ist das? Das war so auf Soja- und Erbsenprotein basierend, war diese Schnitzel von außen nicht als solches zu erkennen. Geschmacklich hatte das auch gar nichts mit einem Schnitzel zu tun. Trotzdem fand ich es lecker. Das steht außer Frage, aber hat nichts mit Schnitzel zu tun. Meine Freundin fand es dann eher unappetitlich. Dann habe ich ihren Rest auch noch aufgegessen. Also diese veganen Sachen finde ich alles andere als scheußlich. Da gibt es ja auch richtige Hardcore-Gegner. Ne? Oh, so einen Driss fresse ich nicht. Also ich habe da kein Problem mit, sehe aber nicht den Sinn darin, mich vegetarisch zu ernähren, um mir dann simulierte Schnitzel zu kaufen. Das macht für mich keinen Sinn. Trotzdem essen wir das jetzt. Ja, auch das riecht alles andere als nach Schnitzel. Ich breche das jetzt mal auf hier. Ja, der Käse auch eher hart. Sollte man vielleicht warm machen. Aber selbst wenn ich eine Herdplatte oder meine Herdplatte jetzt dabei hätte, würde ich bei der Hitze hier nicht auch noch die anschmeißen. Ne, machen wir erstmal so. Erstmal so reinbeißen. Ja. Ja. Lecker, nichts gegen einzuwenden, hat aber nichts mit Schnitzel zu tun. Trotzdem sage ich guten Appetit, dann sehen wir uns gleich draußen wieder. Dann machen wir nämlich unseren Papierkram und schneiden weiter Video.
Ja, dann herzlich willkommen hier im Garten. Da unten die Katze ist hier auf Mäusejagd. Hier sind eben schon so zwei Mäuse über die Wiese gerannt. Und die waren dann voll am Gucken und setzten gerade zum Angriff an. Aber dann waren sie schon weg gewesen. So, auf jeden Fall hier haben wir jetzt auch endlich vernünftiges WLAN im Zimmer. Da kommt es nur mit einem halben Balken ab und zu mal an. Da hast du keine Chance, irgendwie hier vernünftig sich zu verbinden. Und wir brauchen jetzt Internet, um ein paar Daten hochzuladen, was die Firma betrifft. Danach werden wir dann hier, weiter Video schneiden und auch ein bisschen den Kommentaren widmen unter dem neuen Burgenklettersteig-Video. Ich glaube, da gibt es den einen oder anderen, der sich darüber aufregt, wie man so verantwortungslos sein kann und ohne Helm da rumklettert. Aber da war mir vollkommen klar, da stehen wir drüber. So, genau, das ist das hier. Dann würde ich sagen, wenn das hier erledigt ist, sehen wir uns schon gleich in einer Stunde etwa zum Bettgang wieder. So, ihr Lieben, damit haben wir es mittlerweile 23.15 Uhr. Herzlich willkommen im Hotelzimmer. Ich muss mal schnell die Gardine wieder zumachen mit den Mücken, die nicht reinkommen. Es ist immer noch relativ schwül hier drin. Ich hatte es eben schon mal Stoß gelüftet. Das heißt, die Zimmertür aufgemacht und draußen die Tür zum Garten raus. Es war auch auf, da ging so ein Luftzug und ja, seitdem geht es eigentlich. Und so kann ich mich jetzt auch hier gleich schlafen legen. Ich habe mir das Bett noch gar nicht angeguckt. Wichtig ist ja, dass es sauber ist. Es gibt ja schon mal Betten, da findest du Haare von anderen Leuten drin. Das scheint ja aber okay zu sein. Decke werden wir wahrscheinlich überhaupt gar nicht brauchen. Ja, und somit sage ich gute Nacht und bis morgen früh. Oh, liebe Leute, was für eine Scheiße. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zurück um 8.45 Uhr. Prinzip, Wecker aus dem Leben zu verbannen, ist wunderbar, aber in ganz seltenen Fällen geht das auch mal schief. In der Regel wache ich so um 6:30, 7 Uhr spätestens auf. Heute war es 8.30 Uhr. Ja, jetzt sind wir natürlich zeitlich etwas spät dran, ist aber kein Problem, wir haben keinen festen Termin. Trotzdem geht dadurch jetzt einiges an Zeit flöten und dadurch könnte es eventuell sein, dass wir morgen erst nach Hause fahren. Das müssen wir mal sehen. Wir fahren jetzt erstmal hin, haben eh nur ganz kurze Anfahrt, Viertelstunde, dann sind wir schon da. Ja, Leute, um 5.30 Uhr war ich kurz wach gewesen, guck aufs Handy. Ich denke, ach, drehst dich nochmal rum, wunderbar. Dann wurde ich wieder wach, 8.30 Uhr. Boah, und jetzt in Windeseile zusammengepackt, angezogen, Schlüssel abgegeben. Jetzt sitzen wir im Auto und geben Vollgas. Weiter geht's. 15.43 Uhr, herzlich willkommen zurück. Die Arbeit ist erledigt. Ja, es ist oft schwierig, das vorher abzuschätzen, wie lange das dauert. Deswegen war ich heute Morgen so ein bisschen, dachte, wenn das länger dauert, dann fährst du heute nicht mehr nach Hause. Aber also alles, was so bis 0 Uhr Ankunft zu Hause bedeutet, mache ich dann noch. Das ist mir dann egal. Aber sobald das dann irgendwie 1 Uhr, 2 Uhr früh Ankunftszeit würde, dann würde ich lieber noch ein Hotel nehmen und dann am nächsten Morgen ganz entspannt und in Ruhe nach Hause fahren. Aber so kommen wir jetzt schon laut Google um 18.30 Uhr zurück in Köln an. Das sind jetzt etwa 230 Kilometer Autofahrt noch. Getankt haben wir gerade und noch einen kleinen fleischfreien Snack beim Lidl-Markt in Preußisch-Oldendorf hieß der Ort. Genau, da haben wir gerade noch einen kleinen Snack eingekauft. Ja, damit würde ich mich dann auch jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich glaube, das war auch eher eine unspektakuläre Nach-Feierabend-Tour. Trotzdem habe ich euch gerne darauf mitgenommen und die paar Kilometer gestern Abend, die waren auch sehr gut gewesen. Ja, die nächste Nach-Feierabend-Tour steht dann auch schon an. Ich möchte nicht zu viel verraten. Fest steht aber, dass es bis hoch ans Meer geht. Welches werde ich nicht sagen. Also ganz oben in Deutschland haben wir ja viel Wasser. Da wird es mich dann hinführen und ich hoffe, das verrate ich nicht. Ich werde es verraten, wenn es nicht geklappt hat im nächsten Nach-Feierabend-Video. Ja, damit bin ich schon raus, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen mit den Worten. Geht raus, bewegt euch, ihr wisst Bescheid, madet Jod und tschüss.